Hallo, Deutsch Mittelstufe 3, Lektion 63, Ausdrücke, Verben mit einer Präposition, vierter Fall, Akkusativ, Teil 2. Heute machen wir unsere Übung. Vervollständigen Sie bitte die folgenden Sätze, also Dashi, Daume und nun Munsangdul, Mansong, Shikyo Boseo, Hangyoni, Chonjisa, Teil Neuer, Hajo. Nummer 1. Mein Lehrer hat gesagt, ne, Sonsengnimi, mal Hitta, Mul. Dass ich mich bessere Noten bemühen soll. Noten, die Note. Umpio, Ulman Anida, sonst in dem Yagi, Haxen Yagi, Hakyo Yagi haltenen. Die Note ist Songchok imnida, die Schulnote. Iroketo, Halsuisumnida, die Schulnote, Boksu, die Schulnoten. Und sich bemühen ist immer, Oton Mokpyo isoso, Kutemonen Oryokada. 아니면 조금 더 강하게 해석하면 조금 더 잘해라. 결국 여기서는 선생님이 나한테 공부 조금 더 많이 하라고 했어. 왜냐하면 지금 성적이 엉망이야. 조금 더 나은 성적 얻기를 위해 고생하라고. 노력하다, 고생하다 ist sich denkt, bemühen, sich nun, Sichtungsa입니다. Mein Lehrer hat gesagt, dass ich mich bessere Noten bemühen soll. 아니면, mein Lehrer hat gesagt, dass ich mehr lernen soll. 결국, 같은 의미죠. Nummer 2. Weil ich mich, meine kleine Schwester, also ne, 작은 여동생, kümmern muss, kümmern, und 사람은 돌보다. Habe ich nicht viel Zeit zum Lernen, also 공부를 위한 시간이 많이 없어요. Zum Lernen 공부를 위한 목적수입니다. Und 돌보다, das ist, weil ich mich meine kleine Schwester kümmern muss, habe ich nicht viel Zeit zum Lernen. Nummer 3. Ich möchte dich bitte, einen Gefallen bitten. 자, 여기는 bitte, bitte가 두 개보다는 사실은 세개 있어요. Der Gefallen은 부탁입니다. Ich gefalle, du gefällst, das gefällt mir, Maume dulda, i gefallen, also so munter gefallen. Und Namsong, der gefallen, nun amu sangwan dopseo. Ein gefallen, der gefallen, butak nida. Da, und bitte, 여기도 조금 분석해보자. Ich möchte dich bitte, i bitte nun, 제발. 보통 한 우리가 자주 쓰는 bitte이죠? 여기는 이행가 있기 때문에, 부탁하다. 여기가 동사. 그래서, 제발, 부탁을 부탁하고 싶습니다. 같은 느낌으로 해석하면 되겠지만, 그래도 조금 더 쉽게, 뭔가 부탁하고 싶은 거 있어서, 좀 들어줄래? 같은 느낌. Bitte um einen Gefallen bitten은, 쓰면서, 신기한 문장이 아니에요. Ich möchte dich bitte etwas bitten. 조금 더 가볍게 부탁하고 싶을 때는, kann ich dich bitte einen Gefallen bitten? Kann ich dich bitte etwas bitten? Einen Gefallen mal anhedo. Ich möchte dich bitte monga, etwas bitten. Kann ich dich etwas bitten? Aber ich möchte dich einen Gefallen bitten, do. 결국 사람들이 자주 쓰는 표현입니다. Nummer 4. Weißt du, 니가 알아? Was sich Minho interessiert, also Jürgen Chilmon Ikidemone, und interessieren nun sich für interessieren. Sich für etwas interessieren, Quantum ist so. Chilmon halte für was, Buman Anira, Chokumdo Kongsik Chokuro, wofür, do, Mulon Kanungheo. Kunzeinen Obkidemone, Jurubuni Shingyongsu Pilogopso. Kodomion, Minho Radunseramnun, Musun Yagi Quantum ist so, Arayo. Und Nummer 5. Gestern habe ich beim Kochen ist immer halte und das Kochen. Also, Yori Hagi, I Hagi Hyungun, Hangsang, das Chungsong-myeongsa. Kochen, Yori Hada, Yori Hagi beim halte. Zucker, Seitan, der Zucker und das Salz. Dulda, Mogul, Sunun, Yagi, Demone, Kwanza, Anzugu. Und gehalten. Isanghage, Sengaketa, Talmud, Sengaketa, Anemion, Chakaketa. 그래서 ich habe beim Kochen Zucker, Zucker는 손에 있어서 für Salz gehalten, 소금이라고 생각했는데 아니지, 잘못된 생각이었어요. 착각했어. 다시 한번, ich habe gestern beim Kochen Zucker für Salz gehalten. 거꾸로도 물론 가능하죠. Gestern habe ich beim Kochen Salz für Zucker gehalten. 소금 쓰고 싶었는데 소금 넣었어. 여기는 거꾸로. Ich habe Zucker für Salz gehalten. Also 여기는 오해입니다. 보다 한국 사람 독일에서 우리가 볼 때는
아, 이 사람이 한국 사람이야. 이렇게 생각하는 사람이 없죠. 아마 중국 사람이죠. Ich habe dich für einen Chinesen gehalten. Also 중국 사람은 für 다음에 오는 단어라서 잘못, 조금 헷갈리지만 항상 전치사는 이렇게 다음에 오는 단어랑 같이 한 팀만 두니까 기계적으로 이런 시스템으로 암기할 수 있으면 편하죠. Nummer 6. Ich möchte mich ganz herzlich Ihre Einladung zur bedanken. 감사합니다. Also 이 문형은 먼저 sich 사격 bei 상대방 für 행동 bedanken. Ich möchte mich ganz herzlich 여기서 하고 싶으면 bei 당신 bei Ihnen 행동 아니면 감사하는 이유 für Ihre Einladung bedanken. 여기서 당신의 예례가 있기 때문에 다시 한번 by 이는 당신에게 이렇게 말할 필요가 없죠. 그래도 하고 싶으면 가능해요. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Einladung bedanken. Oder ich möchte mich ganz herzlich für Ihre Einladung bedanken. Ganz herzlich는 진짜로 완전히 진심으로 그냥 예쁜 표현이라서 열심히 해석할 필요가 없어요. 그냥 예쁘게 감사할 때 ganz herzlich für 땡땡땡 bedanken. Nummer 7. Seit 2 Wochen, also das ist seit 뭔가 한지 얼마 됐어. 지금까지 계속되어 있는 행동, 시간, 이 기간, habe ich einen hartnäckigen Husten. Der Husten 기침인데, hartnäckigen 조금 재밌는 단어. hartnäckigen 원래 열심히 하고 있는, 끝까지 포기 안 하는, 성격 이야기할 때 조금 좋은 단어입니다. 하지만 Husten, Fieber, Schmerzen, also 몸에 관한 질병이나 아픔만 같이 나올 때는 기침이 열심히 하고 있어. 무슨 의미? 나는 얼마나 약 먹어도, 얼마나 쉬어도 계속 기침이 나. 왜냐하면 기침이 끝까지 포기 안 하니까. 관계문, der Husten, 남성이라서 einen, 여기도 사격 남성이죠. Der einfach nicht, 이 einfach는 쉽게보다는 그냥. Und heilen will. Heilen은 영어 heal랑 똑같아요. Also eine Krankheit heilt. 어떤 질병이나 아픔이 없어지면, das ist dann heilen. 그냥, 사라지지 않는 심한 기침, 이렇게 해석하면 돼요. Langsam mache ich mir Sorgen. 이 langsam도 결국 조금 긴 표현이었어. Langsam, aber sicher. 이거 제일 좋은 표현. Langsam, aber sicher. 슬슬. 슬슬 mache ich mir Sorgen, sich Sorgen, um 땡땡땡 machen, mal meine Gesundheit. 우리가 동사 표현 배웠죠? Ich sorge mich um meine Gesundheit. 이렇게 말해도 물론 okay. 하지만 왠지 이 명사 표현이 조금 더 변해요. 그래서 쓰기 할 때, ich sorge mich um meine Gesundheit. 말할 때는, ich mache mir Sorgen um meine Gesundheit. 어차피 똑같은 때문에 이렇게 병행해서 같이 쓰면 문제 없죠. Nummer 8. Ich habe meine Freundin seit 2 Wochen nicht gesehen. Das ist seit. Also, 친구는 못 만났다. 못 만났던 기간은 2주일, 2 Wochen. Und freue mich schon, unser Wiedersehen am Samstag. Am Samstag nun, apuro, Mireyagi. Das Wiedersehen ist dann dashi bonungo. Yogi nun Mireyagi, also auf unser Wiedersehen. Ich freue mich schon auf, also kidega denda. Hoxi iyagi quagohyongoro hamyon. Ich habe meine Freundin seit 2 Wochen nicht gesehen und wir haben uns gestern getroffen. Ote manatta. Ich habe mich schon bego, ich habe mich aju sehr über unser Wiedersehen gefreut. Also, 현재 아니면 과거야기의 경우는 freuen은 überzugo, apuro 기대되어는 야기, 미래야기는 auf so werde. Ich freue mich schon auf etwas, aber ich habe mich über etwas gefreut. Nummer 9. Was ist das denn für ein Buch? 이거 무슨 책이냐? 무슨 책이니? 이때는 다시 착한 질문 만드는 역할이죠. und 친구는 어떻게 대답해? Es handelt sich. Es handelt sich 는 너무 깊게 분석하지 말자. 그냥 blablabla 이다로 생각하면 돼요. Es handelt sich um eine Geschichte. Die Geschichte는 story. Die Abenteuer. Die는 문제 없죠? 왜냐하면 첫 번째 die는 관계문 연결 die 때문에 다음 die는 보통한 관사로서 그 뒤로 쓸수 있죠. Die 하나도 신기하지 않아요. Abenteuer, 모험 eines jungen Ritters. Der Ritter ist 입니다. 용 젊은
Zur Zeit des Jugend- und Wibomion 30-jährigen Krieges Ritter Doyoksaya Geto, Chonsengya Gidonauto, Kurumion, zur Zeit nun Shigan Bodanun, Shide imnida. Mulon, Kuwedo, Shigi, Shichol, Yorogaji Mummegi Geto. 30-jährigen Krieg, Kutero, Samshimnyon, Chonseng, und etwas erzählen, Oton Yagirul Hada. 결국 이 책은 30년 전쟁 그 시대에 있었던 젊은 기사의 모험에 관한 책이야. Mal sehen. Ich habe meinen Chef und wir gebeten, also bitten, quago unser. Ich bat, ich habe gebeten und ich bitte dich, sagt Jock. Chef nun Namsong raso, meinen Chef. Gehaltserhöhung, das Gehalt, hat jemand die Erhöhung, oder so eine Josung. Das Gehalt, Wolgup, Gubio. Erhöhung nun, Hochhalte, Olaganunya Gejo, Nopta, Kurumion, Insang, also Wolgup, Insang, Butakeso, Wolgup, Chokumto, Chuseo, Iroke, Sangsahante, Butakeso. Und Butakhaltenen, Yoksi, Sucho. Ich habe meinen Chef um eine Gehaltserhöhung gebeten. Matemark. Hartnäckigen Husten, i hartnäckig, i tano, das ja haben wir uns schon da. Also, yoshimi hanun, gut katsi pogi anhanun, fighting katsunukimito. Und hier habe ich zum Schluss noch einen Witz, der Witz, nongdam imnida. Bewerbungsgespräch, das Bewerbungsgespräch, also myonchop imnida, das Bewerbungsgespräch. Da yogisonun, insabunun, iroke chimunajo, ihre Stärken. Was sind ihre Stärken? Stark, kang hada. Stärken, Kangchom, also Tangshini Kangchom, Chalhanunge, Moya. Ihre Stärken? Ich bin sehr hartnäckig, also Nanun, Oton Mokpyo Isumion, Talsonghaltegazi, Kesok, Norioka, Nanun Pogi, Anhanun, Songyokia. Wir melden uns, Ego, Bye Bye, Iron und Mimi. Ije, Kunasayo, Chibe, Kaseyo, Urinun, Yollak, Sich melden, ich melde mich, sagt Gyokdongsa. Sich melden, Yollak. Und, 당연히, 이 사람이, 하트네키라는 성격 갖고 있으니까, 끝까지 포기 안 하고, 참고, 참고, 인내하는 사람이죠. 그 때문에, wir melden uns nun, 알겠습니다. 집에 가겠습니다. Bye bye는 안 하고, ich warte hier, 여기서 기다릴게. Hier, 여기. Also, 다시, Bewerbungsgespräch, Ihre Stärken, ich bin sehr hartnäckig. Wir melden uns, ich warte hier. Ist das lustig? Gutjo? Keine Ahnung, aber 적어도 이 hartnäckig라는 단어, 이 기능, 이 문맥 여기서 조금 더잘 이해할 수 있으면 좋겠습니다. Okay, das war's für heute. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr lernt auch noch weiterhin hartnäckig Deutsch. Also, pokerti mal go. Hartnäckig. Fighting, hab's wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.